Leute, bevor dieses Video beginnt, checkt mein Partner G2A aus. Spielekist zum günstigen Preis. Erster Link in der Beschreibung. Viel Spaß! Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich werde verfolgt. Oh, ich soll zuerst das Spiele-Intro machen. Na gut. Aber bitte denkt daran, ich werde verfolgt. Ihrem Auto ging auf einer fast verlassenen Landstraße mitten im Nirgendwo das Benzin aus. Gestrandet und allein. Ihre einzige Hoffnung, diesen beunruhigenden dunklen Wald zu verlassen, ist eine Tankstelle, die Straße entlang liegt. Oh mein Gott. Aber etwas anderes lauert in diesen Wäldern und verfolgt sie aus der Ferne und verspottet sie mit erschreckenden, unnatürlichen und alarmierenden lauten Geräuschen. Können Sie mit Ihrem Leben davonkommen? Leute, jetzt helft mir, verdammt, ich werde verfolgt. Ich möchte davonkommen. Ihre Taschenlampe ist Ihr bester Freund in dieser höllischen Geräuschkulisse. Sie wird Ihnen helfen, Ihren Weg zu finden. Aber seien Sie vorsichtig, dieses Monster hört jede Ihrer Bewegung. Verdammt, ich hab... Ah! Komm nicht näher, du... Okay, das war einfacher als gedacht. Alter, bist du der Sohn von Siren Head oder was? Du siehst gruseliger aus, als du bist, Mann. Warst du im Halloween-Kostüm-Geschäft oder was? Der kleine Witz, Alter. Und damit, Leute, Applaus für ein weiteres Siren Head-Spiel. Siren Head Stranded. Ich habe das Spiel bei Keys gesehen. Und ja, sieht halt interessant aus. Ich spiele es. Ich bin sehr gespannt drauf. Und Leute, falls ihr es noch nicht getan habt, während ich jetzt hier mein restliches Wasser trinke, was eigentlich nur Spucke ist. Okay. Hier habt ihr einen 5-Sekunden-Timer. Hinterlasst in der Zeit ein Like und ein Abo. Ich kann das nicht, das ist nur Spucke. Oh, es tut mir leid. Ich habe das Spiel vorher noch nicht gespielt oder wirklich gesehen, außer halt in der Vorschau bei Keys. Aber ich bin optimistisch, dass wir das heute schaffen werden. Siren Head Stranded. Continue ist natürlich grau, weil wie gesagt, wir haben das Spiel noch nicht gespielt. Grafikqualität hoch, neues Game. Die haben kein Intro, aber das sieht verdammt nice aus. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Benzin. Pick up your dropped notes. Was steht denn da hinten? Tutorial. Okay, die Controls. Standard. Benutze deine Taschenlampe, um Items zu finden. Krieche und halte deinen Atem an, um leise zu sein. Drücke Pause, öffne dein Inventar, um deine Mission zu sehen. Okay, mit Leertaste halten wir unseren Atem an. Das ist das Einzige, was wir wirklich wissen müssen. Der Rest ist relativ Standard. Wie betrunken war ich, als ich das geschrieben habe? Spacebar um... Ja, anscheinend sehr besoffen. Ich meine, du hast ja nicht mal gesehen, dass du gar kein Benzin mehr hast. Ich glaube, wir verfolgen jetzt einfach mal die Straße. Unser Sprinten regeneriert sich nicht, deswegen sollten wir nicht zu viel sprinten. Hört sich logisch an. Gasstation. Das ist der richtige Weg. Ich wünschte, ich könnte schneller laufen. Die Grafik ist einfach fantastisch gemacht. Hallo? Ist hier jemand in diesem dunklen Wald? Die Flashlight hat auch Batterie, das heißt, wir sollten ihn nicht zu oft benutzen, ne? Ihr merkt, ich verstehe dieses Spiel extrem schnell. Kaputte Autos. Das heißt... Oh, es klackt, wenn ich mit dem Fuß irgendwo drauf trete. So hört Siren Head mich wahrscheinlich. Okay, wir haben es geschafft. Investigate the pump. Was ist the pump? Die Pumpe. Aber in die Gasstation können wir nicht reinkommen. Okay, wahrscheinlich meint er damit die Gaspumpe hier. Es braucht nur ein paar Werkzeuge. Ich glaube, da ist eine Karte irgendwo, die mir die richtige Richtung ansagt. Okay, wo soll hier eine Karte sein? Eine Karte, die mir die richtige Richtung ansagt? Verdammt, bin ich hier im Serengeti-Park? Out of order. Hier schon mal nicht. Oh, warte. Da liegt wirklich einfach eine Karte rum. Okay, wir sind bei der Gasstation gerade. Oh, verdammt. Wahrscheinlich sollten wir alles Mögliche durchsuchen. Die Powerstation hört sich ziemlich interessant an. Dafür müssen wir einfach die Straße weitergehen und dann rechts. Ich hab verstanden. Und das natürlich möglichst ohne zu sprinten. Oh, warte, was passiert? Hallo? Was ist das? Yo? Siren Head? Jetzt schon? Alles gut? Wir haben ihn nur gehört. Okay, wir müssen zum Toolshed. Okay, wo ist die Toolshed? Die Toolshed ist hier. Das ist unser nächster Weg. Go to the Toolshed, steht da auch. Warte, woher sind wir denn gekommen genau? Wir müssten auf so einem Weg rechts gehen.
Auf einem Weg rechts sind wir nicht dahergekommen? Oh mein Gott! Ah! Nein, nein, nein! Warte, wir können M drücken, dann pausiert das Spiel. Okay, ich muss erstmal klarkommen. Ich glaube, wir sind von hier gekommen. Jetzt müssen wir an der Gasstation vorbei und dann rechts. Oh mein Gott. Kann dieser Sound aufhören? Wir müssen in die Richtung gehen. Ich bin mir ziemlich sicher. Das Ding ist, wir können uns ja nicht mehr in der Gasstation drinnen verstecken. Wo ist er? Oh, warte, wir haben oben rechts sogar einen Kompass? Ich halte kurz die Luft an. Einfach die Luft anhalten. Das können wir aber auch nur bedingt oft. Oh mein Gott, alles hier ist limitiert. Wir müssen auf jeden Fall Richtung East. Das heißt, wir müssen in diese Richtung hier. Hä? Okay, wir werden das finden. Keine Sorge. Das Problem ist, ich weiß nicht, woher Siren Head kommt. Es hört sich so an, als würde er von der Seite hier kommen. Wir gehen erstmal ganz schnell wieder auf die Straße. Komm schon. Alles ist gut. Norden ist hier. Das heißt, East ist hier. Wir müssen in die Richtung eigentlich weiter durchgehen, aber es gibt keine Option. Ich glaube, wir laufen erstmal einfach auf der Straße lang. Das hier müsste schon irgendwo der richtige Weg sein. Vielleicht gibt es gleich eine kleine Abzweigung oder so. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Wo? Wo bist du? Oh mein Gott, nein. Ist das die Abzweigung? Ich glaube, das ist der richtige Weg. Alles ist gut. Ich höre ihn gerade nicht mehr. Wir laufen einfach weiter. Oh mein Gott, dreht doch nicht auf irgendwas drauf. Langsam, Snily. Einfach hier durchschleichen. Bin mir nicht sicher, ob das hier ein Weg ist, aber es sieht so aus. Oh, das macht mir keinen Spaß, hier durchzulaufen. Oh, oh, nein. Mach die Geräusche nicht. Ich mag das nicht. Let's go. Wir müssen das Spiel heute hinbekommen. Die Sounds werden lauter. Da hinten ist irgendwas. Ich sehe auf jeden Fall ein Licht. Das sieht gut aus. Ist das vielleicht der Schuppen? Das müsste er sein. Ich habe die Karte gelesen. Wie nice ist das denn? Ich hätte nicht gedacht, dass ich das hinbekomme. Oh nein. Es ist abgeschlossen. Wir sollen die Note hier lesen. Wir müssen ins Inventar gehen und Toolshed Note. Okay. Privatgebiet. Nur weil ich in einem Trailerpark lebe, heißt es nicht, ich kann keine schönen Sachen haben. Das stimmt. Er hat recht. Er darf schöne Sachen haben. Eminem kam auch aus dem Trailerpark. Nun hat er verdammt schöne Sachen. Der einzige Weg, meine Schlüssel zu bekommen, ist über meinen toten Körper. Okay. Also wenn du ganz nett fragst, fühl dich frei, mich im Trailerpark zu besuchen, sodass ich dir sagen kann, verpiss dich, Billy. Okay, er scheint nicht nett zu sein, aber das heißt wahrscheinlich, bei seinem toten Körper könnten wir den Schlüssel finden. Billy, liegst du hier irgendwo rum? Verdammt, ich würde die Tür einfach eintreten. Können wir hier reinleuchten? Oh, wir haben das Spray durch die Scheibe genommen. Nice, wieso auch nicht? Zählt das als Bug-Using? Aber woher soll ich denn wissen, wo sein Körper ist? Wir müssen hier auf jeden Fall irgendwie reinkommen. Und der Körper kann ja nicht weit weg sein. Warte, könnte er vielleicht hier einfach drinnen liegen? Ich leuchte mal kurz rein. Es gibt auf jeden Fall viele Items, die wir hier einsammeln müssen. Hier ist ein Pickup. Vielleicht sind... Ah! 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 Oh mein Gott! Ich hab den nicht gesehen. Was? Wo soll ich denn... Oh, das Gute ist, wir können von hier aus weiterspielen. In dem Spiel gibt es Checkpoints. Go to the Mobile Home Park. Das ist meine nächste Mission. Okay, wo ist der Mobile Home Park? Nicht auf der Karte. Obwohl, warte mal. Ich glaube, er meint den Trailer Park hier. Wir müssen zum Trailer Park. Der liegt im Westen. Okay, wenn Norden hier ist, ist der Westen hier. Wir laufen einfach gerade durch. Straight up. Diese Geräusche machen mir verdammt viel Angst. Oh mein Gott, unser Sprint hat sich wenigstens wieder aufgeladen. Ich weiß nicht, ob es der beste Weg ist, direkt durch den Dschungel zu gehen. Siren Head, lass mich in Ruhe! Oh, das hört sich nicht gut an. Ich glaube, ich halte kurz die Luft an. Ganz kurz, damit er meine Spur verliert. Und wir laufen weiter. Komm schon, was leuchtet da hinten? Ich habe immer Angst, dass es Siren Head ist, der irgendwie so einen Leuchtekopf gerade hat. Wo kommen wir jetzt hier an? Das ist die Gasstation. Ich habe seine Schritte gehört. Aber das ist gut, dass wir wieder hier sind. Weil
Wir sind hier rechts von der Straße gegangen für den Kasten, ne? Und links ist ja der Trailerpark. Das heißt, wir folgen jetzt einfach der Straße zum Trailerpark. Easy! Wenn dieser komische Siren Head nicht hier wäre. Oh nein. Ich höre seine Schritte. Ich höre seine verdammten Schritte. Wir können ja nur der Straße folgen. Wieso öffne ich die Karte? Oh nein. Leg dich hin. Halt die Luft an. Wo ist er? Oh mein Gott. Lauf bitte an mir vorbei. Du siehst mich nicht. Oh verdammt, Siren Head. Lass mich in Ruhe. Beweg dich. Mein Atem ist gleich leer. Er bleibt einfach stehen. Was soll ich tun? Ich weiß es nicht. Er dreht sich wieder um. Aber meine Atemluft ist weg. Oh, er geht weg? Wir haben es geschafft. Okay, nice. Lass uns zurück zum Trailerpark. Ab Richtung Trailerpark, so schnell wie wir können. Unsere Taschenlampe hat nicht mehr viel Energie. Und wieder kurz stehen bleiben. Alles ist gut soweit. Was steht denn da? Irgendein Stromzeichen. Ach so, weil es da zum Power Tower geht oder wie auch immer das Ding heißt. Lauf, Snidely, lauf, lauf, lauf. Wir sind schneller als Siren Head. Also eigentlich sind wir das nicht. Ist das der Trailer Park? Es sieht ganz danach aus. Der Sound geht wieder los. Oh, was ist das da? Da müssen wir hin. Die Schlüssel müssen hier irgendwo sein. Schlüssel? Ja, ich gucke nach den Schlüsseln, aber es ist verdammt dunkel. Und meine Taschenlampe hat auch nicht mehr viel zu bieten. Dazu höre ich noch Siren Heads verdammte Schritte. Schlüssel, bist du hier? Gibt es vielleicht einen Trailer, der irgendwie offen ist? Ich halte mal kurz die Luft an. Er ist hier ganz in der Nähe. Ich höre es. Alles ist gut. Er bleibt stehen gerade. Das merke ich. Bitte geh weg. Alles sollte gut sein. Wo können die Schlüssel sein? Siren Head? Ist alles gut bei dir? Wo bist du? Was ist das hier? Sunglasses? You died. Verdammt, woher soll ich denn das wissen? Try again. Wo können die Schlüssel sein? Das Ding ist, ich kann ja drauf gehen. Deswegen durchsuche ich alles mal hier super, super schnell. Schlüssel? Seid ihr vielleicht hier irgendwo? Meine Taschenlampe hat keinen Akku mehr. Ich bräuchte auf jeden Fall neue Batterien. Hallo Schlüssel. Oh mein Gott, sein Körper ist hier. Ich hab die Schlüssel. Wie nice. Okay, wir müssen jetzt den ganzen Weg zurückgehen. Obwohl unsere Taschenlampe absolut keinen Akku mehr hat. Eigentlich bräuchten wir Batterien. Ich fühle mich nicht gut, wenn wir über die Straße laufen. Uns bleibt nichts anderes übrig. Und das Ding ist, wir wissen jetzt ja, wo die Schlüssel sind. Oh mein Gott, ich glaube, wir laufen Siren Head sogar entgegen. Ganz langsam, Snidely. Das ist kein schönes Geräusch. Wo ist er? Kurz die Luft anhalten. Er hört sich ziemlich nah an. Das Problem ist, manchmal ist er einfach hinter dir. Halt die Klappe. Oh Gott, er ist da. Wieso ist er immer so nah an mir? Er gibt mir ja gar keine Zeit. Bitte hau ab. Oh Gott, er läuft weg. In die andere Richtung. Ich hoffe, er ist gedespawned. Oh nein. Er kommt. Er kommt. Wir sind aber so kurz davor. Wir müssen kurz regenerieren. Komm schon, lauf. Lauf. So schnell du kannst. Wir holen am wenigsten. Oh! Oh! Luft anhalten! Ich kann die Luft nicht anhalten! Oh mein Gott! Ich setze mich einfach hin. Er ist da, er ist da. Luft anhalten! Nein, bitte nicht! Oh, ich hätte noch 3 Meter weiterlaufen können, dann hätte ich den Checkpoint wenigstens geholt. Ich bin so dämlich. Oh, shit! Wo ist er? Ich bleib hier. Er ist so laut.
Oh, da ist er. Verdammt, war das knapp. Da ist der nächste Speicherpunkt. Den müssen wir so schnell bekommen wie möglich. Ich weiß zu 0%, wo Siren Head gerade ist. Aber, oh mein Gott, es wird lauter. Er ist auf jeden Fall in der Nähe. Lass uns laufen. Komm schon. Wir brauchen diesen Speicherpunkt. So schnell wie wir können. Und hinsetzen und warten. Der wird gleich kommen. Hau ab. So schnell du kannst. Dankeschön. Oh Gott, er läuft in die Richtung. Wenn ich... Nein, er läuft in die Richtung. Oh Gott. Oh Gott. Hier ist der Schuppen. Oh mein Gott. Nice. Oh verdammt, wir haben es geschafft. Endlich. Okay, was sollen wir finden? Wir finden eine extra Hand. Ja, wir haben es gefunden. Oh mein Gott, das sieht richtig gut aus. Jetzt sollen wir den Schuppen verlassen. Aber ich höre Siren Head da draußen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee. Okay, Cinematic. Krass. Was passiert jetzt hier? Wir gehen wieder in den Schuppen rein. Dafür sollten wir da also... Obwohl? Was passiert? Was ist das für ein dreckiges Gelache? Hallo? Alles gut bei euch? Ich habe ein unwohles Gefühl. Gleich kommt ein Jumpscare, oder? Nö, anscheinend nicht. Okay, wir müssen jetzt einfach zur Tankstelle wieder gehen. Die Tankstelle ist da. Das heißt, wir müssen in den Westen. Einfach hier querfeld einlaufen. Aber wieso kann ich nicht sprinten? Er ist hier irgendwo in der Nähe. Los, wir kriegen das hin. Wir laufen einfach hier durch. Richtung Westen, komplett pur. Oh Gott, ich halte jetzt nicht an. Wir haben eh einen Checkpoint, von daher riskiere ich es diesmal einfach. Oh nein, er hört sich so nah an. Ich kann es eigentlich nicht riskieren, aber ich laufe weiter. Egal, da ist der... Ah, das war... Nicht schlau? Was? Okay, ich bin tot. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott. Ich habe Angst. Aber wir haben es gleich geschafft. Okay, hier nochmal ganz kurz warten. Obwohl, wieso warten wir hier? Lauf rüber. Easy. Ganz langsam, Snily. Wir bekommen das hin. Wir sind gleich bei der Gasstation. Oh mein Gott. Lauf rein, lauf rein, lauf rein, lauf rein. So. Soweit haben wir es schon mal geschafft. Was sollen wir jetzt tun? Finde einen Gaskanister. Woher soll ich einen Gaskanister nehmen? Das sind Hütchen alles. Kein Gaskanister. Oh, da hinten ist ein Speicherpunkt. Oh nein. Oh, verdammt. Siren Head ist so nah. Let's go. Langsam zurückgehen. Hier kann der Boden ja zum Glück nicht knacksen. Solange er auf der Seite bleibt, ist alles gut. Wir brauchen den Speicherpunkt auf der anderen Seite. Oh, Siren Head, geh woanders hin. Nicht diese Gasstation, die brauche ich. Okay, er läuft in die Richtung. Das ist gut. Sprint lädt sich auf. Let's go. Kann uns dieser Blödmann nicht sehen. Ein Gaskanister. Nice, wir haben ihn. Ich glaube, den Rest des Spiels machen wir im zweiten Teil. Deswegen schreibt alle mal Hashtag Siren Head in die Kommentare. Liken und abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das Spiel ist extrem gut gemacht und ich möchte es jetzt auch durchspielen. Wir können auch einfach weitermachen, von daher ist es kein Problem. Schreibt Hashtag Siren Head in die Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.